Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Diese beiden Sätze hier oben, sie sind hier, was jetzt, haben eine ganz besondere Bedeutung. Ihr werdet schon wissen, um was es geht, denn ich sage jetzt mal, die Insider kennen diese beiden Sätze. Und zwar habe ich einen ganz besonderen Gast, Robert Fleischer, darüber bin ich sehr glücklich, hier auf meinem Bewusstsein-TV-Kanal. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein-TV. Ich bin Alexandra und ich habe einen total super Interviewgast heute. Ja, wie schon angekündigt, Robert Fleischer, und ich möchte natürlich auch was zu seiner Person sagen. Ich habe mir es aufgeschrieben, weil ich kann ja nicht, weiß nicht alles auswendig, ihr kennt ihn natürlich auch schon. Er ist Journalist, Filmemacher und Diplom-Dolmetscher, interessiert sich schon seit seiner Kindheit für UFOs und begann mit 16 Jahren mit ersten journalistischen Praktika, arbeitete später unter anderem für den MDR. Und seit Juni 2007 berichtet er hauptberuflich über das Phänomen. Er ist Gründer von Exopolitik Deutschland und Herausgeber von Exo Magazin TV. Er spricht regelmäßig bei Kongressen im In- und Ausland und moderiert seit 2019 gemeinsam mit Dirk Pohlmann die Sendung Erstkontakt auf Exo Magazin TV. Willkommen zum World UFO Day. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber wir hier bei Erstkontakt sprechen heute über die handfesten und auch über die abgefahrenen UFO-Sachen. Die Wahlen in den USA und in Europa scheinen den Disclosure-Prozess ins Stocken zu bringen. Doch die Wissenschaft holt weiter auf. Inzwischen diskutieren Harvard-Wissenschaftler sogar ernsthaft, ob die Aliens bereits seit Jahrtausenden unter uns leben. Hinter den Kulissen bereitet sich auch die mächtige Five Eyes Geheimdienstallianz auf gemeinsame UFO-Projekte vor. Außerdem, wir beleuchten den seltsamen Tod der UFO-Whistleblowerin Amy Eskridge. Und wir sprechen mit einem Psychiater und einem Medium über den Schlüssel zu Kontakten mit multidimensionalen Wesen. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Unter anderem auch noch das dritte Jahrtausend. Julian Assange ist frei. Nach 5 Jahren in der Botschaft von Ecuador in London und 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ist er nun endlich in Freiheit. Außerdem, Julian Assange ist endlich frei. Und Julian Assange ist endlich frei. Das und noch mehr Julian Assange in dieser Sonderausgabe vom dritten Jahrtausend. Zudem ist er Mitgründer der International Coalition for Extraterrestrial Research, also ICER, einem Verbund von Forschern aus 23 Ländern, die versuchen, eine Antwort auf das Phänomen zu finden. Und seit diesem Jahr auch Herausgeber des Buches Sie sind hier, was jetzt? Und da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Robert Fleischer, heute im Livestream bei mir. Hallo, liebe Alexandra. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Hat mich total gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, gern. Also, wenn es meine Zeit erlaubt, mache ich das immer gerne. Ja, ich habe so viele Fragen, ist ganz klar. Und mit Sicherheit unsere Zuschauer auch, aber gehen wir mal ganz in die Anfänge zurück. Ich habe ja auch schon im in deiner Erklärung zu deiner Person erzählt, dass du sehr früh angefangen hast, dich auch für dieses Thema zu interessieren, beziehungsweise sich auch mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. Fangen wir doch eigentlich mal von vorne an und erzähl doch mal ein bisschen, wie es so bei dir angefangen hat. Also am Anfang war der Urknall, dann haben die Araber alle Mercedes-Benz aufgekauft.
Nee, ja. Was soll ich? Ja, dein erster Urknall, ne? Wie du jetzt sozusagen in diese Welt reinkatapultiert wurdest. Ich habe keine bewusste Erinnerung mehr daran. Ach nee, komm. Nee. Aber nein, aber es ist so, ich habe mich natürlich schon, ich habe mich schon immer für dieses Phänomen interessiert. Hm. Jeder Mensch hat irgendwelche komischen Erfahrungen, versucht die einzuordnen und so weiter. Und ich habe mir, glaube ich, auch schon als Kind wirklich ganz tiefe existenzielle Fragen gestellt und habe dann mit 16 Jahren irgendwie in der Zeitung gelesen, dass dieser Schweizer Schriftsteller Erich von Däniken in meine Stadt kommt, der ja berühmt war für seine Hypothese, dass die Aliens in grauer Vorzeit schon gelandet sind und so. Und ich dachte, hey, den kannst du jetzt mal löchern mit deiner Theorie über alles, die du so hast. Und ich hatte mit 16 war meine Theorie, dass das Universum, das dehnt sich ja aus, ja. Und meine Theorie war, dass es sich dann wieder zusammenzieht und dann wieder ausdehnt und wieder zusammenzieht. Im Grunde so irgendwie, dass es so ein ständiger, ewiger Kreislauf ist. Das war irgendwie für mich klar. Aber es war schwer, Leute darüber zu finden, mit denen man darüber reden konnte und was die davon halten und so. Und dann dachte ich, hey, der Däniken, mal sehen, was der dazu sagt. Also bin ich dann dahin und habe ihm aufgelauert in der Lobby vom Kongresshotel in Chemnitz, was wenige Jahre zuvor noch Karl-Marx-Stadt hieß. Und da kam der dann in die Lobby, der war damals noch sehr, sehr berühmt, war also ständig in Talkshows und so. Und da standen also ganz viele Autogrammjäger um ihn rum und haben ihn wollten Autogramm. Und als sie dann weg waren, bin ich zu ihm, habe ihn dann gefragt, was er von meiner Theorie hält. Und das hat gesagt, das finde er interessant. Das hat er auch schon mal gehört. Das heißt Herzschlagtheorie. Und er hat mir dazu ein Buch von dem Frank J. Tipler empfohlen. Das heißt, glaube ich, Unsterbliches Bewusstsein oder Physik der Unsterblichkeit oder sowas hieß das. Mhm. Und dann haben wir also ewig noch gequatscht dort im Stehen. Und dann hat er irgendwann gesagt, da drüben sitzen Freunde von mir. Willst du nicht mit an den Tisch kommen? Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann noch weiter gequatscht und kam mir damals als 16-Jähriger irgendwie völlig normal vor, aber im Nachhinein betrachtet ist es schon irgendwie komisch, dass er der Millionen-Bestseller-Autor Erich von Däniken so einen ahnungslosen Ossi-Schüler von 16 Jahren mit an seinen Tisch lädt und dann dort seine Freunde auch sitzen lässt und mit dem dann auch noch weiter quatscht. Also das war schon. Ja, und genau, und seitdem, das war sozusagen das erste Mal, und das war dann auch so, ich habe dann auch seinen Vortrag gesehen und habe dann gesagt, also Erich, wenn das alles wahr ist, was du hier erzählst, warum kommt denn das dann nicht in der Tagesschau? Ja, also ich war halt einfach so naiv, ja. Ja. Da hat er gesagt, ach, das ist alles Zeitgeist und die Journalisten können nicht und so. Aber wär du doch Journalist, warum machst du das nicht? Da dachte ich mir, das ist eigentlich eine coole Idee. Das mache ich jetzt. Und dann habe ich auch gleich mit 16 angefangen, in den nächsten Schulferien dann irgendwie so ein Praktikum, erst beim Radio und dann bei der Zeitung und dann beim Lokalfernsehen und dann bei anderen Sendern und Produktionsfirmen, dann bei ZDF, Spiegel TV oder umgekehrt, weiß nicht mehr. Und dann war ich eben irgendwann dann auch richtig beim Fernsehen, habe immer versucht, darüber zu berichten. War unmöglich, also es war wirklich unmöglich, also ich habe wirklich alle immer wieder versucht, sowas hereinzukriegen, aber man muss halt es so sehen, das ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema gewesen und es wusste niemand was darüber und ich habe das ja auch selber dann gesehen, also die eigentliche Recherche dann, dass man wirklich die Spreu vom Weizen trennt und wirklich guckt, was ist jetzt sinnvolle Information, was nicht und so. Das überhaupt erstmal aufzubereiten und so weiter und so fort. Das hat mich ja auch ziemlich viele Jahre gekostet, was ich auf exopolitik.org gemacht habe ab dem 1. Juni 2007. Und es ist also den Mainstream-Kollegen nicht zu verdenken, dass sie das nicht machen konnten, weil sie finden dazu halt zu dem Thema halt nichts im Senderarchiv. Oder in irgendwelchen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Inzwischen ist das Ganze ja jetzt anders. Ja, seit 2017 hat sich das alles extrem vorwärts bewegt. Ich bin jetzt mit viel im Kontakt mit Wissenschaftlern. Ich komme gerade aus einer Zoom-Konferenz mit Wissenschaftlern, die sich mit einer anderen Sache beschäftigt haben.
Also inzwischen ist die Situation eine völlig andere, als sie 2007 war. Und ich bin sehr froh darüber, dass sich das Thema jetzt endlich weitergedreht hat, weil ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, dass wir rausfinden, was es mit diesen UAPs auf sich hat und ob wir allein sind im Universum oder halt nicht. Hm. Also, du sagst gerade UAP, genau, vorher hieß es ja UFO. Kannst du mal was, also ich habe mich immer gefragt, warum haben sie denn das geändert? Weil dieses Phänomen sich vorher nur auf, ich sag mal, fliegende Untertassen sozusagen beschränkt hat und die das jetzt als allgemeines Phänomen, also eine größere Sache betrachten. Ist das der Hintergrund? Also ganz am Anfang, als die Dinger gesehen wurden, da hat man sie als Flying Saucers bezeichnet. Mhm. Das hat was mit einem Interpretationsfehler zu tun von einer bestimmten Sichtung. Und dann hat das Militär dann irgendwann gesagt, wir nennen das Unidentified Flying Object, also unidentifiziertes Flugobjekt. Und das haben sie also jahrzehntelang auch so durchgehalten, diese Definition. Und als dann, und sie hatten ja auch übrigens die eiserne Sprachregelung, dass so ab 1969 oder so, als die Amerikaner ihre eigene staatliche UFO-Forschung eingestellt haben, dann war das ja mit der Begründung, dass sie nie irgendwas gefunden haben, was auf Außerirdische hindeutet oder auf irgendwelche fortschrittliche Technologie und dass die allermeisten Sachen sich erklären lassen können und deswegen gibt es wohl kein Interesse für die Wissenschaft. Das war von 1969 bis 2017, Dezember 2017 geht ein ehemaliger ziemlich hochrangiger Militärgeheimdienstler an die Öffentlichkeit, sagt, ich habe im Pentagon hier ein geheimes UFO-Programm geleitet. Und dann sind viele Sachen bekannt geworden. Dann wurde der US-Kongress interessiert und die haben dann, als die dann immer mehr darüber erfahren haben, über dieses UFO-Phänomen, haben die sich dann bemüßigt gefühlt, dieses Phänomen umzutaufen von UFO in UAP. Und dann hieß es erst Unidentified Aerospace Undersea Phenomena, also unidentifiziertes Phänomen im Luftraum und unter Wasser. Und dann haben sie wenig später, also überraschenderweise wenig später, noch das noch mehr verändert und haben dann gesagt, wir nennen es jetzt Unidentified Anomalous Phenomena, also unidentifizierte anormale Phänomene und beziehen dabei also nicht nur die UFOs ein, die in der Erdatmosphäre sind oder unter Wasser, sondern auch die im Erdorbit und die, die vom Erdorbit in die Atmosphäre ins Wasser tauchen und zurück, ohne dass sie dabei ihre Flugfähigkeit oder ihre Bewegung, ihre Manövrierfähigkeit in irgendeiner Weise verändern müssen. Also die zischen unter Wasser wohl genauso fix hin und her wie in der Luft oder im Erdorbit. Und das ist halt physikalisch gesehen sehr schwer zu erklären, aber das ist schon eine bemerkenswerte neue Bezeichnung, also Umtaufung dieses Phänomens. Ja, weil es ja jetzt, auch schon jetzt ist es nicht mehr nur, jetzt ist es nicht mehr nur was man am Himmel sieht, sondern jetzt ist es auch was unter Wasser ist und was im Erdorbit ist. Und wahrscheinlich war es da schon immer. Und der einzige Grund, warum man das nicht eher schon so genannt hat, war, dass man das nicht einräumen musste. Das ist halt, es gab niemanden unter Wasser oder im Erdorbit, da hatte niemand Satelliten oder private Submarines, wie heißt das auf Deutsch, U-Boote. Und inzwischen ist die Situation ja jetzt anders. Jetzt gibt es private Weltraumfirmen und private Satelliten und so. Und deswegen ist natürlich dann die Informationshoheit über diese Domänen nicht mehr allein in Regierungshand. Ne? Und also was ich mich immer gefragt habe, wie gesagt, ich verfolge dich ja auch schon seit Jahren. Und warum dieser Kongress davon gar nichts wusste. Ist es denn alles so separatisiert in Amerika? Weil, wie gesagt, wir kriegen ja nur von Amerika Wissen. In Deutschland in Deutschland gibt es ja keine UFOs. Ne? Also ich habe jetzt heute eigentlich das erste Video gesehen von GP, von André Kramer, wo er von einem Militär aus Deutschland da eine UFO-Sichtung präsentiert, weil du warst ja auch schon in der Pressekonferenz gewesen, hast da ja auch danach gefragt, ob es UFO-Akten gibt und da haben sie dich ja auch belächelt. Deswegen kann ich das gar nicht verstehen, dass es da doch irgendwas zu finden gibt. Also ist ja auch merkwürdig. Ne? Du hast ja auch schon sehr, sehr viel,
ich sag mal in Anführungszeichen, blöd gesagt, jetzt erleiden müssen, was so Stigmata oder sowas anbelangt, weil dieses Thema ja wirklich brisantes Thema auch ist und keiner irgendwie nie was gesehen hat, gerade was in der Politik, was da anbelangt und so weiter. Wie gehst denn du mit sowas um? Ich meine, du brauchst ein dickes Fell, ne? Ja, es ist ja so, es ist ja klar, dass es ein umstrittenes Thema ist. Es ist klar, dass Leute, die nichts darüber wissen, also wenn die das nur aus dem Fernsehen kennen, dass es da ganz viele falsche Annahmen über das Phänomen gibt, die halt einfach dazu führen, dass man das ganze Phänomen für Blödsinn hält. Und es ist ja aber auch so gewollt gewesen. Also das ist ja, man muss ja dazu sagen, dass 1953 die CIA sich schon überlegt hat, wie können wir das öffentliche Interesse an dem Phänomen möglichst runterfahren und das möglichst so machen, dass keiner mehr danach fragt. Und ich beschreibe ja in meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt, auch ganz detailliert diese Desinformationskampagne, die seit Jahrzehnten läuft, und die auch der Whistleblower David Grush ja dann auch nochmal angesprochen hat vom US-Kongress unter Eid, die dazu geführt hat, dass die Leute halt verdummen und nicht in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich meine, nur mal so ein Beispiel, ne? Also was mir ja immer wieder kommt, ist ja zum Beispiel, warum sollten die UFOs denn mit ihren Raumschiffen so weit hierher geflogen kommen und dann drehen die hier mal eine Runde, nur um hier eine Runde zu drehen, dann fliegen die wieder weg. Das macht doch gar keinen Sinn. Oder eine andere Sache ist, warum sollten die denn hier die ganzen Lichtjahre hierher zurücklegen und dann stürzen die hier ab? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder ja, warum sollten denn die Aliens, wie sollten die uns denn überhaupt finden? Das ist doch viel zu weit. Das sind ja ganz viele Lichtjahre bis zum nächsten möglicherweise bewohnten Stern. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und es stimmt, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber der Punkt ist ja, das geht ja alles von der Theorie aus, dass es sich um Besucher von anderen Planeten handelt. Und wir wissen aber doch gar nicht, um was es sich eigentlich handelt. Also wir wissen, da steckt irgendeine nichtmenschliche Intelligenz dahinter, die eine Technologie fliegt oder die eine Technologie nutzt, die aus einer unbekannten Quelle stammt. Mehr wissen wir nicht. Aber das wissen wir. Also das geht x-fach aus Militärakten hervor und so weiter. Und mein Ziel mit meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt, besteht ja auch vor allem darin, dieses außerirdischen Dogma zu durchbrechen, weil ich nämlich glaube, dass es die Menschen am Weiterdenken hindert und daran hindert, das Phänomen ernst zu nehmen. Und ich habe sogar den Verdacht, dass es extra so eingerichtet worden ist und immer wieder kommuniziert worden ist mit den Außerirdischen oder so, damit die Leute sofort auf logische Widersprüche stoßen und das Thema dann für sich beerdigen, obwohl es sich doch eigentlich lohnen würde, sich das ganz genau anzugucken. Und ich sehe das ganze Phänomen eigentlich in einem anderen Kontext, in einem breiteren, größeren Kontext, im Zusammenhang mit den ganzen anderen rätselhaften Phänomenen, die wir als Menschen beobachten und die eigentlich alle mit dem Bewusstsein zu tun haben. Und in dem Zusammenhang macht das Phänomen, glaube ich, auch viel mehr Sinn als in dem Zusammenhang Schlups vom anderen Stern. Ja, genau. Und da sind wir auch beim Thema des Bewusstseins, weil jeder ja auch eine andere Wahrnehmung hat. Und du, glaube ich, auch schon in einigen Videos gesagt hast, oder ich habe das auch schon in anderen Videos gesehen, dass dieses Phänomen, das dann auftritt, das man als physisches Phänomen dann wahrnimmt, in dem Moment, wo man das vielleicht eine UFO-Sichtung hat oder so, sich immer irgendwie auch an den Menschen angleicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Jahr, ich sag mal 1941 komme, was jetzt in Kriegsjahren waren, dass die dann mehr eben diese Form hatten, dass es eben zu den Jahrzehnten oder zu den Jahren gepasst hat, desjenigen, der das eben gesehen hat. Also das ist ja auch so ein Phänomen und dass sich das immer entwickelt hat. Oder wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel UFO-Sichtung habe oder heutzutage UFO-gesichtet werden, dass die halt anders aussehen, als wie sie früher jetzt ausgesehen haben in den Berichten, ne, die man halt so hört. Genau, das Phänomen hat im Laufe der Jahrzehnte immer wieder seine Erscheinungsform geändert. Es waren Lichtbälle am Anfang, sind es auch übrigens immer noch.
Also da gibt es inzwischen sogar Kategorien von Farben. Wenn man sowas jetzt sieht, sollte man besser wegrennen und so, weil das schwere Gesundheitsschäden hervorrufen kann. Also blaue Orbs, also ganz kurz gesagt, blaue Lichtkugeln, wenn ihr mal sowas seht, weg, wegrennen, weg, das ist gar nicht gut. Das kann, hat in vielen Fällen schon den Berichten zufolge zu starken Gesundheitsbeeinträchtigungen geführt. So, also am Anfang waren es Lichtbälle, dann waren es, also ganz, dann war es davor, waren es Luftschiffe, die sahen aus wie Zeppeline sozusagen, als es noch gar keine gab. Ja. Dann waren es diese silbernen Adamski-UFOs, also diese silbernen Scheiben. Dann waren es Dreiecke in den 90er Jahren zum Beispiel. Jetzt sind wir bei Tic Tacs angekommen, Lutschbonbons oder Propantanks. Ich habe gerade jetzt Interview kommt, glaube ich, jetzt erst noch, oder ist es schon raus? Ich weiß es gerade gar nicht. Mit einer Navy-Pilotin, die 2004 bei dem Flugzeugträger Nimitz, USS Nimitz, solche Dinger selber gesehen hat. Auch ein Ausschnitt schon auf Exomagazin hochgeladen. Und per Funk zugerufen: Hey, schaut euch das an, schaut ins Wasser, seht ihr das? There was a lot of shouting on the radio: Hey, look at this, you know, look in the water, do you see this? And, als ich nach unten schaute und das aufgewühlte Wasser sah, hatte ich meinen ersten visuellen Kontakt mit diesem UFO, UAP. Willkommen zurück bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Jahrzehntelang hat die US Air Force behauptet, dass UFOs keine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen und dass es nichts daran gibt, was auf überlegene Technologie hindeutet. Diese eiserne Sprachregelung der US-Regierung hat einen Artikel der New York Times von Dezember 2017 ganz schön ins Wanken gebracht. Denn der Artikel enthüllte die Existenz eines geheimen UFO-Forschungsprogramms namens ATIP im Pentagon und zwei UFO-Videos der US Navy. Eins davon stammt von einem Zwischenfall aus dem Jahr 2004, von einem Übungsmanöver mit dem Flugzeugträger USS Nimitz vor der Westküste der USA. Und die völlig unmöglichen Flugmanöver dieser Tic-Tac-ähnlichen UFOs, die die Navy-Piloten dabei beobachtet haben, die haben den offiziellen Standpunkt der US-Regierung ad absurdum geführt. Und dazu habe ich jetzt mit Alex Dietrich gesprochen. Sie war damals eine der Piloten, die die aberwitzigen Bewegungen der UFOs mit eigenen Augen gesehen haben. Ja, also genau, also auf dem Telegram-Kanal von Exomagazin TV gibt es schon, glaube ich, einen Ausschnitt. Auf exomagazin.tv kann man sich also schon das ganze Interview angucken mit Alex Dietrich. Die ja eine von den vielen Militärzeuginnen ist, die ich interviewt habe. Also ich rede ja gerne mit Militärzeugen, weil die sind so ganz anders als UFO-Fans. Also das sind halt ja so Law and Order und zack, geradlinig heraus, Freund oder Feind. Klare, glasklare militärische Präzision bei der Unterscheidung von Dingen, die man tun muss. Klare Anweisungen, kein Bullshit so, ja, sondern halt wirklich so. Und und Alex Dietrich ist überhaupt gar kein UFO-Fan, die hat überhaupt nichts am Hut, damit interessiert sich nicht, die guckt sich nicht mal ihre eigenen Interviews an und wird sich auch das nicht angucken, was wir da gemacht haben. Und redet auch nicht mit jedem darüber, warum auch, das interessiert die nicht. Die hat drei Kinder und ist an der Uni in Boulder, Colorado. Ja? Aber selbst diese Frau, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, sagt, also was wir dort gesehen haben, wie das rumgezischt ist, diese Tic-Tac-ähnlichen Dinger, das hätten wir nur gar nicht, wie wir das hätten bekämpfen sollen, weil sich das auf eine Art und Weise bewegt, wie es nach unseren Naturgesetzen nicht möglich erscheint. Und dann hat es auch gar keine Eigenschaften von einem Flugzeug oder irgendwas gehabt, was man so kennt. Also es muss eine völlig andere Technologie gewesen sein. Und es war offenbar intelligent gesteuert, denn es hat auf die Entdeckung reagiert und ist erst den Piloten da weggeflogen und hat dabei aber auch die Spiralabwärtsbewegung dieses Flugzeugs genau imitiert, als es dann so aufgestiegen ist. Also das ist eine bewusste Reaktion darauf. Und es scheint, dass dieses oder ein ganz ähnliches Objekt dann wenig später an einem ganz bestimmten Ort im Luftraum aufgetaucht ist,
der denen zugeteilt war, als den Start, als den Ausgangs- und Endpunkt eines jeden Luftmanövers, das heißt Cap Point, weswegen einige Leute eben auch glauben, dass es wohl irgendwie, also ob es jetzt die Kommunikation mitgehört hat oder ob es die Gedanken der Piloten gesehen hat oder gehört hat oder was auch immer, aber es ist jedenfalls ein großer Zufall, dass eben dort an diesem Punkt dann eben auch so ein Objekt aufgetaucht ist, wobei sich Alex Dietrich, wie sie gesagt hat, nicht so ganz sicher ist, wie das zustande kommt und ob das überhaupt dasselbe Objekt war. Aber das ist jetzt mal ein so ein Beispiel von diesen Militärzeugen, die eben dann diese komischen Sachen berichten. Aber ich habe auch schon wirklich ganz andere Geschichten als gehört von Militär, von glaubhaften Militärzeugen, also von der klassischen fliegenden Untertasse, die eine fliegende Atomrakete im Flug umrundet und dort eine Atomsprengkopfattrappe wegschießt mit einem Laser, bis hin zu einem Militärpolizisten, der in Ausübung seines Dienstes so einem Licht zu nahe gekommen ist und deswegen inzwischen von der US-Regierung eine Invalidenrente erhält, weil er einem UFO zu nahe gekommen ist, ne? Also wegen der Gesundheitsschäden. Und diese Gesundheitsschäden, so, also darüber schreibe ich auch ganz detailliert in meinem Buch. Und ich habe jetzt mal neulich auf Amazon geguckt, also ich freue mich sehr über die Rezensionen. Also es haben wohl irgendwie 85% 5 Sterne gegeben und dann nochmal 10% 4 Sterne. Und die Rezensionen sind alle sehr, sehr, sehr gut. Und freue mich sehr darüber und hoffe, dass mein Buch so ein bisschen was in Gang bringt. Ich bin viel international natürlich unterwegs. Ich lebe ja auch selber im Ausland, du ja auch. Ja. Und ich bin also, ich bin viel im Kontakt mit einigen der wichtigsten Leuten, Wissenschaftlern und so weiter, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bin auch selber Gründungsmitglied einer Vereinigung, wo 30, also die ICER hast du ja schon erwähnt. Ja. Welcome to ICER, the International Coalition for Extraterrestrial Research. Il fenomeno degli UFO, o UAP, ha valenza mondiale ed è stato investigato per oltre 70 anni. And it may have profound implications for humanity and society. Esto actúa con inteligencia, probablemente extraterrestre, y de origen no humano. Die Frage ist also, wie sollen wir mit diesem Phänomen umgehen? Foi por isso que fundamos a ICER, a Coligação Internacional para a Investigação Extraterrestre. ICER, организация, которая имеет представителей в 27 странах мира на 5 континентах. We are scientists, academics and leading UFO, UAP researchers around the globe. Und wir finden, es ist an der Zeit, dass wir uns auf diesen Kontakt vorbereiten. Seriously. And the time is now. Y es por eso que ICER está tratando de sentar las bases para una nueva realidad. Nós estamos juntando o máximo de informação possível sobre todos os aspectos deste fenômeno. ICER is creating awareness programs to help people prepare for this new reality. E l'ICER vuole promuovere relazioni pacifiche con queste intelligenze. Aceasta este o cale de descoperire pentru întreaga omenire. ¿Cómo queremos dar forma a nuestro futuro? Let's think about it. Mitglieder aus 30 Ländern. Und so. Also das heißt, meine Perspektive auf das Phänomen ist ja international und deswegen erlaube ich mir zu sagen, dass man Deutschland, dass das, was man in Deutschland darüber weiß, aus den Medien und so in der Öffentlichkeit, das muss man eigentlich so ähnlich sehen wie Dresden in der DDR, die am weitesten entfernte Großstadt von der innerdeutschen Grenze, die man als das Tal der Ahnungslosen bezeichnet hat, weil die kein Westfernsehen empfangen konnten. So kommt es mir irgendwie hier auch vor. Mit den Deutschen. Also die sind völlig uninformiert über den Ernst der Lage auch, mit welcher Ernsthaftigkeit
und mit welcher Professionalität das Thema inzwischen besprochen wird. Also wir können auch gerne noch über die Stanford University reden, wo ich war, oder über das EU-Parlament. Gleich noch, ja. Ich habe bestimmt noch Fragen dazu. Genau, also es ist wirklich, es ist ein ganz wichtiges Thema und in früher oder später wird man das in Deutschland auch mitbekommen. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe so viele Fragen. Jetzt gerade nochmal zu ICER dazu, weil ich habe ja da natürlich auch recherchiert. Wie gesagt, ich gucke auch alles so weit durch. Ich habe ja auch über die Soul Foundation auf meinen Alien Contact Kanal darüber was gemacht. Wie gesagt, ich habe das Thema ausgegliedert, weil ich halt gemerkt habe, dass viele Menschen, die jetzt bei mir auf meinem Bewusstsein-Kanal kommen, mehr sich eben mit dem Thema Bewusstsein im Einzelnen nur beschäftigen. Wie gesagt, ich sehe das alles als eines, aber ich habe es halt trotzdem ausgegliedert, weil eben, ich sag mal, das UFO-Alien-Thema ein spezielles Thema ist. Und jetzt habe ich mal noch mal zu ICER eine Frage. Ich habe gesehen, dass auf der Internetseite oder ein Mitglied davon auch aus Dänemark kommt. Ich habe versucht, diesen Forscher Rune Weinreich oder ja, ich denke, er wird so ausgesprochen. Rune. Ich habe gar nichts über ihn gefunden. Kannst du da was über ihn erzählen? Ich habe jetzt nicht alle die Biografien von allen Repräsentanten im Kopf, aber ich weiß, dass Rune bei UFO Denmark schon seit vielen Jahren dabei ist und dort auch diese Konferenzen mit organisiert. Okay. Ich habe ihn auch schon mehrere Male getroffen in Kopenhagen und so. Also und die Biografien stehen, wie gesagt, alle auf der Website. Ja, nee, steht nämlich nicht. Deswegen, ich habe nämlich drauf geklickt. Nee, er ist der Einzige, den ich da nicht habe finden können, in seine Biografie nicht draufsteht. Mhm. Deswegen dachte ich, ach, ich versuche es einfach mal heute. Ich frage dich, vielleicht kannst du da mehr drüber sagen, weil ich habe nämlich auch, oder das, was mich auch wundert, von Schweden hört man was, ne? Ist ja Beatrice Villarroel, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, ist ja da die Professorin, die sich dafür einsetzt. Man hört von Norwegen was und so weiter. Aber Dänemark ist auch wie Deutschland, finde ich, immer irgendwie so ein unbeschriebenes Blatt. Also man hört wenig auch von Dänemark. Das möchte ich natürlich auch ändern. Ich möchte viele Berichte, die ich auch gefunden habe über SUFOI, also über die Vereinigung, den Verband, den es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, seit den 50er Jahre. Und dann versuche ich halt auch die Übersetzung jetzt mal zu machen, weil da gibt es total interessante Fälle, auch Entführungsfälle, ne, wo ich mich jetzt auch drauf spezialisieren möchte, weil es auch mein Thema ist. Und genau, um gleich mal auch da noch drauf zurückzukommen. Ich habe euch 10 Jahre her auf deinem Kanal Exo Magazin, wie gesagt, ich bin ja Mitglied, und da gibt's hast du ein Interview mit Martin Wiesengrün gemacht, dem sozusagen Mann aus Rügen, der damals auch eine Begegnung mit Außerirdischen hatte. Es ist eine der ältesten Fragen der Menschheit. Gibt es Leben da draußen im Weltall? Reisen vielleicht irgendwo fremde Intelligenzen durch die Weiten des Kosmos? Erkunden sie vielleicht sogar uns hier auf der Erde? Ein Szenario, das für die meisten Menschen wie pure Science-Fiction klingt. Doch dieser Mann ist sicher, es gibt sie. Denn er weiß es aus eigener Erfahrung. Was mir passiert ist, 3 Tage mit einem fremden Gefährt unterwegs zu sein und dann noch mit Wesen, die wir nicht kennen oder wo wir gesagt haben, ja, das sind vielleicht welche von einem anderen Stern sozusagen. Da sage ich, unmöglich, unglaubwürdig oder zweifeln das verschiedene Leute an. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ja, ich behaupte nicht, denn du musst es glauben. Mit Glauben hat das nichts zu tun. Ich habe das erlebt. Kannst du dich noch daran zurückerinnern, an das Interview? Ich kann mich noch daran zurückerinnern, ja. Was möchtest du wissen? Also ich habe jetzt nicht mehr alle Details parat. Nee, aber fandest du ihn damals als glaubwürdig?
Also ich muss sagen, also er heißt mal erstmal, heißt er gar nicht Wiesengrün, sondern er hat einen anderen Nachnamen. Genau, das ist schon so. Ja. Und ich war bei ihm zu Hause in einer sachsen-anhaltinischen Kleinstadt, in einer Neubausiedlung. Habe auch seine Frau kennengelernt und habe mit ihm mehrere Tage zusammen gesprochen. Und er hat mir im Detail diese Geschichte erzählt. Und was ich so interessant fand, war, dass er, als er die Sachen erzählt hat, dass er, also die Dinge, die im Buch standen, die hat er nicht genauso erzählt, wie sie im Buch standen unbedingt, sondern er hat sie teilweise aus einer anderen Perspektive erzählt. Also er hat sie, also er hat schon die Details, stimmten alle, aber er hat da teilweise eine andere Perspektive eingenommen und hat gesagt, also hat er noch, also wenn du neben dem Pult standest, da war das so und so. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der wirkte komischerweise, obwohl die Geschichte so absurd klingt, ziemlich glaubwürdig auf mich. Ja, und jetzt muss man sagen, der Mann ist allerdings auch also begabt, was schriftstellerische Tätigkeit angeht. Der hat ja auch noch andere Bücher geschrieben. Er hatte wohl auch eine Nahtoderfahrung. Darüber hat er auch geschrieben. Und es ist und ich bin eben zu dem Schluss gekommen, wie veröffentlichst du das jetzt? Also es ist einfach so, ich habe ihm dann Interesse, einfach will einfach wissen, was ist denn da, was steckt denn da dahinter, was ist denn da los, ja? Und deswegen renne ich ja dann auch hinter solchen Leuten her, solche Zeugen und frag nach und so weiter. Und das ist natürlich sehr brisant, weil das ist völlig absurd, die allermeisten UFO-Geschichten und vor allem Nahbegegnungen wie das hier sind ja völlig absurd, das glaubt ja keiner. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, das auf mit so einem leichten Augenzwinkern zu veröffentlichen. Der Beitrag heißt ja auch auf Exo-Magazin Die Reise des Herrn Wiesengrün. Und ich denke, man sieht es auch an der Art, wie ich dieses Video gemacht habe, dass ich das offen lasse, ob man das glaubt oder nicht. Und übrigens, das gilt überhaupt auch für alles, was auf exomagazin.tv ist. Ich bin nicht der Inhaber der Wahrheit, der Verkünder der ultimativen Wahrheit oder sowas, sondern ich will einfach zur Debatte beitragen mit Inhalten, die und mit Menschen, mit Wissenschaftlern, aber auch mit Augenzeugen von diesem Phänomen, wo ich finde, dass das wirklich interessant ist, sich das mal anzuhören. Ja? So, also das ist überhaupt nicht dogmatisch. Man kann das glauben oder nicht. Man kann sich darauf verlassen, dass ich schon wirklich eine Vorauswahl treffe. Also ich veröffentliche wirklich nicht beileibe nicht all, also jeden Mist. Also wenn man sich jetzt anguckt, wer da so interviewt wird, die allermeisten haben einen Doktor- oder Professortitel oder sowas. Ja. Also das ist jetzt nicht eine Sammlung, das Obskurium der wilden Alien-Stories oder sowas. Aber es ist eben auch manchmal sowas dabei. Und ich finde, das kann man auch machen auf einer Webseite. Ich meine, der Claim heißt ja auch Inspirationen für Freigeister, ja. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ihr Lieben, ab sofort gibt es die kompletten Videos nur für Mitglieder. Das bedeutet, dass ihr die vollständigen Versionen meiner Videos, Bonusmaterial und viele weitere exklusive Inhalte nur mit einem Premium-Abo sehen könnt. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich euch noch mehr Inhalte bieten möchte und um meine Arbeit zu unterstützen. Ich bin sicher, dass euch die zusätzlichen Inhalte gefallen werden. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielen lieben Dank für euer Verständnis.